Eine Reise, die über Worte hinausgeht, Dankbarkeit. Seid aufs Neue gegrüßt, ich bin Joshua. Ich komme heute, um mit euch weiter über einen Kurs in Wundern zu sprechen. Heute möchte ich mit dir über Dankbarkeit sprechen. Deine letzten Lektionen haben vielleicht über Dankbarkeit gesprochen. Es ist wahr, dass Dankbarkeit in ihrer gesamten Tragweite schwer verständlich ist. So wie du dir in deiner Welt Dankbarkeit vorstellst, geht die Tendenz fast immer dahin zu fühlen, dass Dankbarkeit etwas ist, das du als Reaktion auf ein Geschenk oder einen Segen erwiderst, den du von jemand anderem empfangen hast. Ebenso betrachtest du Dankbarkeit als etwas, das dir von jemandem als Erwiderung auf einen Segen oder ein Geschenk zurückgegeben wird. Es besteht eine Tendenz in der Welt zu glauben, dass Dankbarkeit eine Verpflichtung ist. Wenn dir jemand ein Geschenk macht, sei es materieller oder geistiger Natur, empfindest du es als unpassend, nicht wenigstens Danke zu sagen und damit den Geber des Geschenkes zu ehren. Das Gegenstück dazu ist, dass wenn du einem anderen Wesen ein Geschenk der Liebe machst, du die Erwartung hegst, dass der Empfänger irgendwie das Geschenk, das du ihm gegeben hast, würdigen sollte. In Klammern höre das Wort sollte. Auch wenn mit nichts weiter als einem einfachen Danke. Du nennst diese Antwort nach dem Empfang des Geschenkes Dankbarkeit. Heute komme ich, um dir zu sagen, dass dies eine Fehlwahrnehmung darüber ist, was Dankbarkeit wirklich ist. Dankbarkeit ist ein Segen, der so groß ist, dass du ihn dir kaum vorstellen kannst. Dankbarkeit ist ein Segen, der so groß ist, dass du ihn dir kaum vorstellen kannst. Dankbarkeit ist ein Segen, der dir zukommt, ohne Forderung, automatisch, wenn du zuallererst und bedingungslos liebst. Höre mir aufmerksam zu. Ich sprach mit dir diese vielen Wochen lang über Liebe und über die Liebe Gottes. Die Liebe, die deine Wirklichkeit ist. Die Liebe, die von Gott kommt. Die Liebe, die der Leim des Universums ist, ist so lange unmöglich, wie du irgendetwas von dieser Welt schätzt. Und Liebe und Dankbarkeit, echte Dankbarkeit, gehen Hand in Hand. Ebenso gilt, dass solange du dieser Welt Wert beimisst, du weder den Segen deiner eigenen Dankbarkeit noch die scheinbare Dankbarkeit anderer erkennen kannst. Wenn du von jemandem ein Geschenk erhältst und du fühlst ein bisschen, dass du ein Danke zurückgeben solltest oder willst, wirkt hier ein Gesetz der Dankbarkeit. Das ist dann deine Wertschätzung und das ist, was du in diesem Augenblick der Wahrnehmung tatest, als du einem anderen gegenüber Dankbarkeit fühltest. Du erschufst zwischen dir und dem anderen eine Trennung, als du dich als Schenkenden und den anderen als Empfangenden betrachtet hast. Denn ist es nicht wahr, dass du, um ein Geschenk von jemand anderem zu bekommen, sei es nur eine Liebesgabe, du zuerst innerhalb deines Denkens ein von dir getrenntes Wesen definiert haben musst, das dir diese Liebe oder etwas, was du nicht hast, anbieten könnte? Und ich sage dir, das ist eine Unmöglichkeit. Diese Vorstellung ist die Quelle deiner irdischen Dankbarkeit. Höre mir gut zu. In diesem Augenblick, in jedem Augenblick, sei er aus der Vergangenheit oder aus der sogenannten Zukunft, existiert nichts, was du nicht schon hast. Versuche, wenn du kannst, einen Augenblick lang dir selbst über dein Denken hinausgehen zu erlauben, jenseits der Besserwisserei, jenseits der Vorstellungen, etwas von dem zu fühlen, worüber ich gerade sprach. Immer, in jedem Aspekt deiner Existenz, in dieser Welt oder getrennt von ihr, gibt es nichts, was du, was dein eines Selbst nicht schon hat. Das ist alles. Jetzt höre mir nochmals gut zu. Du bist alles. Versuche in den Tiefen deines Seins, jenseits deines Denkens, die Vollständigkeit, die Fülle, den Frieden,
die Lebendigkeit, die Gewissheit zu fühlen, die dein sein werden, sobald du erkennst, dass es nichts gibt, nichts in der Welt des Geistes, nichts in der Welt der Illusionen, was dir nicht schon gehört. Du bist kein Körper, du bist frei, du bist genau wie Gott dich schuf. Lektion 201. Und Gott hat dich genauso erschaffen. Das, was du wählst zu erschaffen, dir vorzustellen, in deine Existenz hineinzufühlen, gehört dir. Sei jetzt noch einmal äußerst aufmerksam. Ich sage dir anscheinend immer und immer wieder: Du hast jeden Aspekt deiner eigenen Existenz geschaffen. Jetzt aber sage ich es nur noch einmal: Es gibt nichts außerhalb deines Selbstes, das dir irgendetwas geben könnte. Es gibt nichts außerhalb deines Selbstes, um die kleinen Geschenke zu empfangen, die du dir vielleicht vorgestellt hast, gegeben zu haben. Erinnere dich, dass du dir in deinen Vorstellungen über diese Welt tatsächlich Trennung wünschst und erzeugst. Und schließlich wird deine wahre Dankbarkeit und deshalb deine Liebe auf deiner Bewusstheit in deinem Sein gründen, dass du der heilige Sohn Gottes bist, Mitschöpfer mit allem, was ist, und Mitschöpfer von allem, was ist. In dieser Bewusstheit wirst du wissen, dass Trennung nicht möglich ist. Nun sagte ich dir, dass du keine Liebe und keine Dankbarkeit erfassen kannst, solange du dich weiterhin durch deine Werte begrenzt. Warum ist das so? Erinnere dich, dass deine Werte die Produkte sind, die du durch dein Denken gebildet hast, von denen du zu glauben begannst, dass die etwas Wirkliches mit dem zu tun haben, was du bist. In deiner Wertschätzung, die mit deinem Denken beginnt, fängst du an zu glauben, dass du Gedanken haben kannst, die dir allein gehören. Du beginnst mit dem Gedanken, dass du ein Gefühl haben kannst, eine Bewusstheit, die nur dir gehört. Dem ist nicht so. Es gibt keine privaten Gedanken, in Klammern 5. Denn du bist eins. In deiner Wertschätzung jedoch, die auf deinen Gedanken basiert, kommst du dahin, dich selbst genau wie deine Gedanken als getrennt zu betrachten. In deinem Glauben an Trennung nimmst du das wahr, was andere haben und was du nicht hast, oder das, was du hast und was andere nicht haben. Manchmal betrachtest du das als deine ureigene Misere, während die anderen scheinbar selig und glücklich sind. Manchmal betrachtest du das als einen Segen, der auf dem Leiden basiert, das du nicht hast, während andere aus unerfindlichen Gründen zu leiden scheinen. Es ist deine Wertschätzung, die für dich diesen Glauben an Trennung schuf. Vielleicht erinnerst du dich jetzt an das letzte Mal, als ich mit dir über dein eines Problem der Trennung und an die eine Lösung, nämlich ihre Beseitigung, gesprochen habe. Lektion 79 bis 80. Erlösung ist dein eines Selbst. Lass uns jetzt weiter über Dankbarkeit, Liebe und deine Wertschätzung nachsinnen. Du bist ein Selbst. Gott ist ein Selbst. Ich, der ich heute mit dir spreche, bin ein Selbst. Jeder Bruder, den du wahrnimmst, sei es in Liebe oder in Hass oder in Zorn, jeder Bruder ist das eine Selbst. Du und ich und er und sie und Gott sind eins. Und jeder Aspekt jeden Wesens, den wir wahrnehmen, ist Teil dessen, was wir sind. Jeder Aspekt jedes Wesens, den du siehst oder wahrnimmst, hilft dabei, dich als Gottes Sohn zu vervollständigen. Wir wollen diese Aussage aus einer anderen Perspektive betrachten. Ich kann nicht als ein Selbst existieren, es sei denn, dass ich erkenne und fühle, dass jeder Aspekt allen Lebens, so wie ich ihn sehe und erfassen kann, mich in dem vervollständigt, was ich bin. Das ist nur eine andere Art zu sagen: Ich bin Geist, ich bin Mitschöpfer Gottes. Und alles, was ich sehe und wahrnehme, ist meine eigene Schöpfung
von meinem einen Selbst. Du siehst also, dass du einerseits zu dir sagst, alles, was ich wahrnehme, alles, was ich erfahre, ist wirklich meine eigene Schöpfung. Und andererseits siehst du nach außen auf deine Welt, wie du es noch zu tun gewohnt bist, und du sagst, jedes Wesen, jeder Bruder, den ich sehe, vervollständigt mich und macht mich ganz in meinem einen Selbst. Ohne ihn oder sie oder Gott kann ich nicht vollständig sein. Und wenn ich nicht vollständig bin, gibt es in mir eine Leere, einen Mangel, eine Angst, eine Hohlheit, die nur auf irgendeine Weise einen Glauben an Tod reflektiert. Blicke ich also nach außen auf die Welt anderer, was die Perspektive ist, die mit dieser Erde verbunden ist, erkenne ich erstens, dass ich jeden Aspekt, den ich sehe, geschätzt und gewählt habe. Und zweitens, dass jeder Aspekt, den ich sehe, mir den Segen Gottes anbietet und meine Vollständigkeit als Gottes Sohn. Dann werde ich nichts als Liebe fühlen. Höre mir erneut gut zu. In dem Maße, in dem ich nach außen auf die Welt der Illusion schaue, auf die Welt der Trennung und Aspekte meines einen Selbstes sehe, die ich als unerwünscht oder die ich als wünschenswert betrachte, schaue ich nur auf meine eigenen Werte. Und jene Werte werden mich veranlassen zu wünschen, mir bestimmte Aspekte anzueignen, die ich sehe. So wie sie mich ebenfalls dazu veranlassen werden, mich von bestimmten Aspekten trennen zu wollen, die ich als unerwünscht betrachte. Immer bedeutet jeder Wunsch, getrennt sein zu wollen, zu bestreiten, dass das, was ich sehe, Teil meines einen Selbstes ist. Jetzt möchte ich wieder mit dir über Liebe sprechen. Liebe urteilt nicht. Liebe vergleicht nicht. Liebe basiert nicht auf Werten. Liebe ist einfach. Liebe katalogisiert keine Erfahrung in Kategorien wie gut und schlecht, wünschenswert und unerwünscht, frei und unfrei. Liebe ist einfach. Indem du dich selbst von deinen Werten befreist, von deinen Eingruppierungen, wirst du frei sein, dich allen Aspekten dieses Lebens, die du für dich schufst, zu öffnen. Dann wirst du endlich sehen, dass alles schön ist, denn alles ist Erfahrung. Alles sind Lektionen, von denen Gott möchte, dass du sie lernst. Lektion 193. Jede einzelne, wenn du vergibst, wenn du sie von deinen Werten befreist, wirst du anders sehen. Deine Dankbarkeit und deine Bewusstheit innerhalb deines eigenen Seins sind dann dein Geschenk an dich selbst. Deine Dankbarkeit ist deine Bewusstheit innerhalb deines Seins, dass du schon alles hast. Deine Dankbarkeit ist deine Bewusstheit innerhalb dieser Welt der Illusion, dass jedes Wesen dein eines Selbst ist. Und da jedes Wesen dein Selbst inbegriffen alles hat, gibt es nichts, was du deinem Bruder vorenthalten wollen, könntest oder würdest. In dieser Welt der Illusion fließt die Dankbarkeit auf deinen Bruder über, da du dich selbst innerhalb der Wahrnehmung deines Verstandes ausreichend liebst, um ihn so zu nehmen, wie er ist, niemals vergessend, dass ihr gleich seid. In der Liebe gibt es keine Werte und keine Beurteilungen. Liebe ist einfach. In deiner Liebe weißt du, dass alles, was du wahrnimmst, deinem Selbst entstammt, dass dir niemals etwas getan oder gegeben oder weggenommen werden kann. In deiner Dankbarkeit weißt du, dass jedes Geschenk, das du scheinbar geben kannst, letztendlich deinem Selbst gegeben wird. Es ist ohne Bedeutung in dieser Welt der Illusion, ob jemand es für nötig hält, Danke zu sagen, weil es nur Illusion ist. Und es gibt nichts in dieser Welt, das irgendeinen Einfluss auf die Realität deines einen Selbst hat. Es gibt also nichts in dieser Welt, was du möglicherweise wollen könntest, einschließlich eines Dankeschöns. Denn in Wahrheit hast du alles innerhalb deines Selbstes schon empfangen.
Deine Liebe soll allen deinen Brüdern Freiheit anbieten, und dann wirst du dich selbst als frei wahrnehmen. Deine Dankbarkeit wird sich auf jeden Aspekt der Welt, die du siehst, erstrecken, und deine Dankbarkeit vervollständigt dich als Gottes Sohn. Während du diese Dankbarkeit ausdehnst, wird deine Vergebung einfach geschehen. Du wirst alles im Leben anders sehen. Du wirst Licht und Liebe sehen, die in allem, was du siehst, leuchten. Dann wirst du sofort erkennen, dass das gleiche Licht auf dich zurückstrahlt und deine eigene Seele erleuchtet. Dann wirst du innerlich lächeln und wissen, ich würde jedem alles geben in Dankbarkeit, denn alles ist meins. Seid alle gesegnet, das ist alles.